diesem Video breche ich die dümmsten Weltrekorde in Minecraft. Nach einer langen Recherche nach Minecraft-Weltrekorden bin ich auf dieses Video gestoßen. Fast alle Rekorde, die er gebrochen hat, sind bis heute noch die Weltrekorde. Jetzt gerade, wenn das Video online kommt, ist ein 24-Stunden-Stream mit Verlängerung gerne abchecken. Der Plan sieht wie folgt aus. Es gibt 5 Weltrekorde, die ich brechen werde. Die meisten aneinander folgenden Zweiersprünge, die längste Brücke in Minecraft, die meisten Eisengolems am Stück in einer Minute bauen, die höchste Treppe in einer Minute bauen und die längste gesprintete Distanz innerhalb von einer Minute. Die liegt bei 11.050 Blöcken. Das könnte übrigens ein Fake-Weltrekord gewesen sein, deswegen bleibt bis zum Ende dran, wir werden das Ganze überprüfen. Also, Abfahrt. Die längste Brücke in Minecraft. Der Weltrekord liegt bei einer Länge von 53.005 Blöcken. Ist eigentlich recht selbsterklärend, wir müssen einfach 53.005 Blöcke am Stück placen. Sieht spaßig aus, oder? Yes, stundenlang dasselbe machen, let's go. Ich werde jetzt mehrere Stunden lang einfach nur den hier machen. Super, ne? 3, 2, 1, ab damit. Und ich werde auch wirklich nur normal klicken, weil, ja, sonst fallen meine Finger ab nach mehreren Stunden. Wir haben Timer vergessen. Oh, 300. Butterfly gerade ein bisschen, aber Alter, das halte ich echt nicht lange aus. Ich will aber so schnell wie es geht sein. Oh mein Gott, Leute, 1000. Und 10.000, oh mein Gott. 20.000 und oh mein Gott, mir fällt gerade auf, 20.000 ist schon eine gute Marke. Läuft. 30.000, ey, oh mein Gott, wirklich. Es ist so unrealistisch, dass ich hier 30.000 Blöcke am Stück place. 40.000, oh mein Gott, unter 10.000 Blöcke to go und dann haben wir den Weltrekord für die längste Brücke in Minecraft gebrochen und oh mein Gott, bin ich hyped, endlich aufzuhören und fertig zu sein. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt bei 50.000 Blöcken, ey, es ist wirklich insane. 51.000, nächster Weltrekord ist gebrochen. 53.235 und damit haben wir die längste Brücke in Minecraft auf der ganzen Welt gebaut. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein fetter Weltrekord. Ich sehe gerade in den Statistiken 54.990 geplaced. Ich glaube, das zeigt auch, dass ich das Ganze nicht mit World Edit gemacht habe. Unfassbar. Die meisten Eisengolems am Stück gebaut in einer Minute. Der Weltrekord liegt bei 49 Eisengolems. Hierfür habe ich Vorrichtungen gebaut, wo ich einfach nur die Eisenblöcke und den Kürbiskopf dran placen muss. Und nein, bevor ihr fragt, das zählt nicht. Let's go. Eisenblock, Kürbis, 3, 2, 1, let's go. Das war so schlecht. Oh mein Gott, Restart. Zack, zack. Bam. Die Zeit rennt, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Ich glaube, Leute, das geht viel, viel besser. Zeit ist um und wir haben 36 geschafft. Ich glaube, das ist machbar, aber ich muss halt total viel grinden jetzt dafür. Und das die Reihe zuerst und dann die Reihe. So. Ich habe vergessen, Timer zu starten. Oh, nein. Let's go. Ich werde jetzt weniger reden und einfach nur machen, weil wenn ich rede, dann verhaspel ich mich viel leichter. Wir haben 42 geschafft. Ich glaube, das geht wirklich besser. Wir waren so nah dran. Schau dich an, das sind nur 7 Golems. Oh, 46. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich glaube wirklich dran, dass wir das schaffen. Leute, schaut mal, wie nah wir dran waren. Wirklich. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich war bei 49 bei einer Minute. Es ist möglich. Es ist möglich, Leute. Es ist möglich. Definitiv, oder? Try Nummer 1.500.377. Let's go. Zack. Nein, 47. Da wir die ganze Zeit so close an den Weltrekord sind, gibt's jetzt die Brille. Also wenn es jetzt nicht funktioniert, dann keine Ahnung. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, wir haben ihn. Oh mein Gott. Ja, wir haben es geschafft. 52. Oh mein Gott. Okay, das war krass. Wir haben einfach instant, nachdem wir die Brille aufgesetzt haben, es geschafft. Ey, Leute, ich freue mich gerade so krass. Was? 52. Macht's nach, weil das ist insane, Alter. Die höchste Treppe in Minecraft in unter einer Minute gebaut. Der Weltrekord liegt bei 63 Blöcken Höhe. Ja, erklärt sich eigentlich von selbst. Ich muss einfach nur Treppen bauen. Und zwar viele. Hierfür habe ich mir eine gewisse Drehung antrainiert, mit der ich es halt wirklich schaffe, dass die Treppen immer genau geradeaus gucken. Ich habe halt sonst kann man die nämlich gar nicht hochlaufen. Im Prinzip müssen wir hier nur darauf achten, dass die Treppe begehbar ist. Das heißt, wir müssen ungefähr so bauen. Ich glaube, das ist machbar. Und ja, die muss halt begehbar sein am Ende. Wir starten hier bei Y-Koordinate 4. Der Rekord liegt bei 63. Das heißt, wir müssen bei Y-67 landen, um den Rekord geknackt zu haben. Und eins mehr, um den neuen Rekord zu haben. Deswegen, let's go. Es wird jetzt insane lange dauern, weil ich bin schlecht und sowas. Und ja, let's go. Ah, schon wieder gefällt. Die Übung macht hier den Meister, ohne Witz. Wir müssen also mehr als eine Treppe pro Sekunde placen und das ist halt insane. Zeit ist um und wir sind bei 47. Das ist halt insane schlecht. Nächster Try. Okay, es läuft bis jetzt ganz gut. Die Drehung muss man halt einfach drauf haben. Ich glaube, dann ist das machbar. Wir sind bei 41. So schlecht. Oh mein Gott. Zack, bam, boom. Oh, aber der sieht gut aus. Der Run sieht gut aus bis jetzt. Boah,
Leute, wie Telly. Mann, Staircase Bauprofi. Boah, es läuft doch ganz gut. 55. Oha. Reset. Staircase Bridging. Die neue Bauart. Höhe 52. Bam. Schlecht. Meine Hand, Leute. 52. Du bist schlecht. 52. Mann. Und 52. Mann, warum immer 52? Ah. 57. Okay, das ist schon mal besser. 62 wieder. Oh, wir kommen näher, Leute. Wir kommen näher. 63 war... Nein. Oh mein Gott, dieser Try ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Spannend, wie hoch wir sind gerade. Und wir sind bei 71. 71, warte mal. 71 plus 4. Wir haben den Rekord gebrochen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Die längste Distanz gesprintet in einer Minute. Hier liegt der angebliche Weltrekord bei 1150. Den momentanen Rekordhalter kennt ihr vielleicht. Erheblich. Problem ist, ich habe das Ganze getestet und ich bin immer nur bei einer bestimmten Zahl hängen geblieben. Es hat funktioniert. Let's go! 1150. Ob der Rekord wirklich so funktioniert, das testen wir jetzt. Da war ich mir nämlich ein bisschen unsicher, ob das so funktioniert. Da habe ich einfach nur eine Vorrichtung gebaut, wo oben und unten Eis ist, um halt so schnell wie es geht zu traveln. Und bevor ihr fragt, ja, Speed 2 ist erlaubt. Ab damit! Wir würden hier bei der Z-Koordinate 0 starten. Und dann würde es bis zu dieser Koordinate, und zwar Z1151 gehen. Wenn wir hier durch diesen grünen Ring gelaufen sind, haben wir den Weltrekord in unserer Tasche. Start und let's go! Zack! Wir sind bei 2 Sekunden ungefähr durchs Ziel gekommen. Ich werde es dann nochmal auf dem Frame genau stoppen. Wir sind jetzt schon bei Block 100 angekommen und es sind bis jetzt 8 Sekunden. Ja, es ist wirklich krass. Also meine Hand fällt ja gefühlt schon ab. Was? Wie soll es denn gehen? Ich bin Autosprint, was? Das war natürlich geplant. Sekunde 36 und wir sind bei 600 Blöcken. Okay, anscheinend ist es echt machbar, wenn man da ein bisschen drauf spammt. Ich bin wirklich hier ultra am Verrecken. Okay, wir haben 1000 Blöcke geschafft, aber da hinten ist das Ziel. Wie soll das gehen? 1050! Ich glaube, wir müssen es einfach nur noch tot grinden, bis wir es schaffen. Was? Alter! Wir hätten noch ca. 100 Blöcke gebraucht. Oh mein Gott, mir ist gerade was eingefallen nach 100 Tries oder so. Wir können bei Controls einfach Jump auf Linksklick machen. Oha. Ohne, dass der Arm abfällt. Let's go. Nee. Immer noch zu langsam, Leute. Irgendwie kommt mir der Rekord so vor, als könnte man 1150 gar nicht schaffen. Das ist jetzt so der 1-milliardenste Try schon gefühlt für mich. 600 Blöcke. 700. 800. Oh mein Gott, es ist möglich. 900. 1050 Blöcke. Hä? 800 Blöcke. 900. 1000. Und wir sind schon wieder bei 1040 oder so stuck. Das ist unmöglich. Okay, Leute, hier bei 1150 wäre das Ziel gewesen. Irgendwie glaube ich, dass das Ganze gar nicht möglich ist. Keine Ahnung, wie erheblich es gemacht hat, aber Props an den Rekordhalter. Die meisten aneinanderfolgenden Doppelsprünge. Der jetzige Weltrekord liegt bei 5237 Sprüngen. Sieht einfach aus, ist es vielleicht auch, aber nicht für mich. Zwischen jedem Sprung sind 2 Blöcke Luft. Ich muss alle Sprünge am Stück schaffen, ohne zu fällen. Die wahre Challenge ist zu schaffen, dass die Hand nicht abstirbt. Let's go! Das sind 5237 Jumps mit 2 Blöcken Abstand pro Block. Und das am Stück. Das heißt, ohne Pause. Let's go. Wir starten hier bei Z-Koordinate 0. Unser Ziel ist bei Z15715 Blöcken. Scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Oder doch? Keine Ahnung. Ich würde sagen, let's go. Bitte lass mich nicht failen, Mann. 400, 600 und die 1000 wurden erreicht, Leute. Nur noch 15 Mal dasselbe, was wir eben gemacht haben. Zack, 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 zack. Das ganze Video schon über regnet es so insane viel. Das ist ein böses Zeichen. 1700. Ich versuche jetzt mit einer Hand eine Brille aufzuziehen, während ich jumpe. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh. Oh mein Gott, war das close. Alter, ich bin gerade fast runtergejumpt. 3300. 3400. Diese Stelle. Oh, okay, gut, 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 gut. Ich werde wirklich gleich verrückt von diesem Goldweiß. Goldweiß, Goldweiß. Und dann irgendwann mal braun. 4500. Oh Mann, ey, geh doch weg. Oh, ey, geh runter von meinem Block, bitte. Ey, nee. So, meine Freunde, zack, zack, zack. Und wir haben 5000 erreicht. Jetzt haben wir ein bisschen weniger als ein Drittel geschafft. 7000! Und wir haben fast die Hälfte geschafft. Und Alter, ich schlaf gleich ein. 8900. Und 9000. It's over 9000 und so. Haha, lustige Memes. 10.000. Let's go. Jetzt ist es fünfstellig und wir haben nur noch 5.700. Dachte ich auch, bis das passiert ist. Oh mein Gott. Leute, wir sind bei 11.000 angelangt und... Nein. Mann, ich habe schon wieder fast eine Dreiviertelstunde daran verschwendet. Oh mein Gott. Nein. Hey Siri, was soll ich tun? Ich kann kein Jump'n'Run. Das kann ich nicht beantworten. Ey, wirklich, wofür habe ich dich überhaupt? Mein Gott.
Here we go again, I guess. Was tun wir sich alles für einen Weltrekord? Also darf ich jetzt ein Like da lassen. 1000 mal wieder erreicht. Let's go. Ich setze mir das jetzt als Ziel. Ich will alle Rekorde brechen. Ich gebe nicht auf. 11.500, 600, 700, 800, 900, 13.000. Let's go. Und 14.000. Let's go. Noch 1715 Blöcke circa. Und dann haben wir es geschafft. No joke. Ich unterschätze mich vielleicht die ganze Zeit selber, aber irgendwie ist es krass, dass wir so weit kommen. Glaubt ihr eigentlich, dass wir es noch vor einer Stunde schaffen? 15.000. Let's go. Noch 700 Blöcke. Und dann haben wir den Weltrekord geschafft. Ich rieche den Weltrekord bis hierhin schon. Ich freue mich gerade so hart irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das ist ja irgendwie gar nicht so viel wert. Aber irgendwie freue ich mich. Da hinten ist das Ziel. Unter 100 Blöcke haben wir noch. Und jetzt haben wir den Rekord geschafft. Jetzt haben wir den Rekord geschafft nach unter einer Stunde. 15.715 Blöcke war der Weltrekord. Und jetzt haben wir ihn gebrochen. Oh mein Gott. Let's go. 16.002 Blöcke. Macht's nach, Leute. Wirklich, macht es nach, Mann. Crazy, crazy Rekord. Tja, Leute, fragt nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe 4 aus 5 Rekorden gebrochen. Und meiner Meinung nach ist der 5., also das mit der Distanz, nicht wirklich machbar. Vielleicht geht's ja wirklich und ich bin einfach nur lost. Wie gesagt, kommt in meinem 24-Stunden-Stream. Wir sind jetzt gerade live, wenn das Video oben ist. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr von sowas sehen wollt. Haut rein und ciao. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Was? Nein!